Hitzlsperger, ah! Tor! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von VfB Blickwinkel, Manus Meinung. Erstmal vielen Dank an die ganzen vielen neuen Abonnenten. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich komme aber direkt zur wichtigsten Frage. Habt ihr von der Weihnachtsfolge die Nasenflöte eigentlich schon verkraftet? Was ist denn das hier unten für ein Ding? Das weiß ich auch nicht. Also, es ist doch gar keine Nasenflöte, sondern irgendwas ganz anderes. Also meine Nasenflöte ist aber jetzt voll. Mit der Nase. Willst du mal kurz zeigen mit meiner? Aber immerhin, Bolli wurde wieder zu Meme und es gibt jetzt einen Verein für Nasenflöten. Und ich möchte mich hier nochmal wirklich ganz herzlich bei euch bedanken für die ganzen vielen Kommentare, für die vielen Aufrufe. Ihr habt mir das größte Weihnachtsgeschenk gemacht und ich war so glücklich, wie gesagt, über die ganzen Kommentare. Ich habe versucht, jedem zu antworten und es gab mir so viel gute Laune. Und nein, ich fange jetzt nicht wieder an zu weinen. Da ich aber gerade bei Geschenken bin, am Freitag um 17 Uhr werden Butze und ich über ein Instagram-Live-Video des Blickwinkel-Accounts die Gewinner auslosen, also schaltet gerne ein. Den Link des Blickwinkel-Accounts von Instagram findet ihr in der Beschreibung und ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr eins der beiden Geschenke bekommt. In der Weihnachtsfolge sprachen wir über den VfB im Jahr 2023 und in der heutigen Folge möchte ich euch erzählen, was mir für den VfB im Jahr 2024 sehr wichtig ist. Bevor ich aber dazu komme, habt ihr das heutige Thema gesehen. Und dann ist das unironisch noch das Bayer-Leverkusen-Trikot. Bayer-Leverkusen geht bestimmt all in für die Schale. Ohne Spaß. Ich dachte ehrlicherweise, dass das der Post des Tages ist. Aber nein, es wurde noch viel besser. So serious. Die Bild kommt mit diesem Banger-Artikel, benötigen zwei Journalisten, setzen diesen Artikel noch hinter die Bezahlschranke. Wechselt jetzt Gyrassi denn überhaupt zu Bayer Leverkusen? Boah, aber ey, zum Glück haben wir den Ehrenmann von der Ticketbörse und er zahlt für diese Scheiße noch Geld und wir können uns einfach alle wieder entspannen. Und wie entspanne ich mich jetzt eigentlich am besten? Gibt's irgendeinen Profi dafür? Jetzt mal Spaß beiseite und die ganze Ironie vergessen. So ein Artikel, man merkt, es ist Winterpause, aber trotzdem lässt mich so ein Artikel an einem Journalisten einfach zweifeln. Bild allgemein, brauchen wir nicht drüber reden. Da gibt's einen, der eh mehr aufdeckt wie Felix Arnold. Ich stecke ja mehr auf als Felix Arnold für die Bild. Also und auch so sollten wir wirklich einfach mal chillen. Wir können nichts machen zurzeit. Serhou Guirassy hat im Sommer auch ein RB Leipzig Trikot getragen. Und was gab's? Ein riesen Aufschrei. Lasst uns doch einfach abwarten. Guirassy geht jetzt erstmal zum Afrika Cup. Und nur weil ein Spieler jetzt ein Trikot von einer anderen Mannschaft trägt, beziehungsweise von einem anderen Team, heißt es doch nicht, dass er gleich zu diesem Team wechselt. Es ist genauso wie der Moment, als Guirassy auf Instagram seine Highlights von 2023 hochgeladen hat und meinte, dass 2024 kommen kann. So eine Art hat er es geschrieben und viele das gleich so gewertet haben, dass Guirassy auf jeden Fall bleibt. Ich wusste nicht, dass über Social Media mittlerweile Transfers abgewickelt werden. Nun aber, was wünsche ich mir für den VfB im Jahre 2024? Einmal natürlich, dass wir richtig gut in die Rückrunde starten und wir uns keine Sorgen machen müssen, dass der VfB irgendwie extrem abfällt oder eine richtig schwache Rückrunde spielt. Davon gehe ich aktuell nicht aus. Ich kann es mir bei bestem Willen nicht vorstellen, aber man weiß ja nie. 2-3 Spiele schlecht gespielt, keine Punkte geholt und schon kann der Negativstrudel starten. Aber davon gehe ich nicht aus. Geht ihr davon aus? Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst es mich wissen. Und wenn wir eine gute Rückrunde spielen, beziehungsweise gut in die Rückrunde starten, bin ich mir sicher, dass wir am Ende der Saison mit der Mannschaft das hier wieder singen. Scheiß, richtig Gänsehaut-Feeling, oder? Ich krieg sofort wieder Gänsehaut, wenn ich dieses Video sehe. Diese Stimmung, diese Cannstatter Kurve. Oh, ich liebe diesen Verein. Thema Sportvorstand ist für mich der zweite Punkt. Seit Ewigkeiten heißt es, es kommt ein Sportvorstand. Auch in der Saisonanalyse 2022-23 bat Alex Werle darum, dass ein neuer Sportvorstand kommt, dass er sich um die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden kümmern kann. Und bisher einfach nichts. Es wurde mehrmals angekündigt, es hieß erst Oktober, das wurde revidiert. Und ja, es läuft aktuell gut, es läuft
läuft erfolgreich, aber ein Sportvorstand ist einfach dafür da, um die strategische Ausrichtung neu zu setzen bzw. allgemein zu setzen. Und da geht es auch um die Kaderplanung 24-25. Und da hätte schon ein Sportvorstand im Dezember meiner Meinung nach richtig gut getan, aber diesen Zeitpunkt hat man jetzt verpasst. Und natürlich kann ein Fabian Wohlgemuth zusammen mit Christian Gentner und Sebastian Hoeneß den Kader planen. Sebastian Hoeneß kann seine Wünsche äußern, aber dennoch würde ein Sportvorstand allgemein einfach gut tun. Und dass wir einen benötigen, wissen wir nicht erst seit gestern. Der dritte Punkt ist für mich eine deutlich bessere Kommunikation. Und dieses Thema haben wir auch nicht erst seit gestern. Dieses Thema steht schon länger im Raum. Sei es jetzt das aktuellste Thema mit der DFL, aber auch mit Winamax zum Beispiel. Genauso das Thema Werte, da können wir auch Winamax mit reintun. Du kannst nicht vor der Bekanntgabe von Winamax sagen, dass es keinen chinesischen Sportwettanbieter geben wird, damit dann ein französischer Sportwettanbieter kommt. Das macht einfach gar keinen Sinn. Da haben Ruben, Kasper und Alexander Wähler einfach scheiß Arbeit geleistet. Und ich rede nicht vom finanziellen Aspekt. Genauso das Thema mit der DFL. Ich sagte gerade schon, das ist das aktuellste Thema. Die Verantwortlichen wissen, wie wir zu einem Einstieg eines Investors für die DFL stehen. Wir Fans, zumindest die meisten, sind komplett dagegen. Und was machen die Verantwortlichen? Sie stimmen für Ja. Am Anfang sich noch feiern lassen, dass sie mit Nein gestimmt haben und jetzt stimmen sie für Ja. Und da erhoffe ich mir vom neuen Direktor Kommunikation und Medien eine viel bessere Kommunikation mit uns Fans und viel klarere Worte. Und da muss man ehrlich sagen, Tobias Kaufmann hat da oft nicht überzeugt. Dennoch wünsche ich ihm alles Gute und hoffe aber wirklich, dass es jetzt besser wird, weil so kann es einfach nicht weitergehen. Genauso bin ich gespannt, und das ist für mich der vierte Punkt, ob man die Verträge beispielsweise mit Anton, mit Mio, aber auch mit Pascal Stenzel verlängern wird. Pascal Stenzel zum Beispiel nur noch einen Vertrag bis zum Sommer. Und ich finde, dass ein Pascal Stenzel auch wirklich sehr wichtig für die Mannschaft, fürs Team geworden ist und man mit ihm auf jeden Fall verlängern sollte, sofern er das auch möchte. Bei Enzo Mio bin ich auch sehr gespannt, ob er verlängert. Da kann ich es gar nicht einschätzen, ob er verlängern möchte oder nicht. Bei Waldemar Anton zum Beispiel mache ich mir ehrlicherweise gar keine Sorgen. Ich weiß nicht warum, am Ende stehe ich wahrscheinlich wie ein Depp da, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass er nicht den Vertrag verlängert. Er hat zu oft betont, dass er sich sehr wohl beim VfB fühlt, dass die Familie sich wohlfühlt. Ja, hat ein Serhou Guirassy auch gesagt. Aber die Situation bei Waldemar Anton sehe ich noch mal ein bisschen anders wie bei Serhou Guirassy. Genauso bin ich aber auch gespannt, was mit Florian Schock, Lee Eckloff, Nübel und Undav passieren wird. Florian Schock und Lee Eckloff auch nur noch einen Vertrag bis zum Sommer. Bei Lee Eckloff kann ich es mir nicht vorstellen, dass man mit ihm verlängern wird. Er ist leider zu oft verletzt und wenn er fit war, konnte er sich leider nicht in die Mannschaft hineinspielen. Er konnte sich nicht aufdrängen. Und bei Florian Schock kommt es natürlich auch darauf an, wie er seine Zukunft sieht. Und da stehen für mich die Zeichen auch wieder eher auf Abschied. Außer er kann sich vorstellen, bei der zweiten Mannschaft, bei der U23 zu spielen. Alexander Nübel und Dennis Undav, ganz spannend. Dennis Undav, Kaufoption von 12 Millionen. Ob es jetzt die Erhöhung gibt von 18 Millionen etc., weiß ich nicht. Gehen wir mal nur von den 12 Millionen aus. Da kommt es natürlich auch drauf an, wo landen wir am Ende der Saison. Haben wir das Geld, um Dennis Undav zu verpflichten? Weil 12 Millionen ist für den VfB schon sehr viel. Kommt natürlich auch drauf an, wie läuft es mit Guirassy? Wechselt er im Sommer? Ich persönlich gehe davon aus, dass er nicht im Winter wechseln wird. Rein vom Spielerischen, von der Wichtigkeit her, sollten wir Dennis Undav auf jeden Fall halten. Ich glaube, da sind wir uns komplett einig. Bei Alexander Nübel ist es auch sehr spannend. Bei Bayern München wird er keine Zukunft mehr haben. Man hat mit Manuel Neuer und mit Sven Ulreich jetzt erst verlängert. Das heißt, wenn, dann würden sie ihn nochmal verleihen. Er hat aber auch nur noch einen Vertrag bis 2025 bei Bayern. Beim VfB bin ich sehr gespannt. Aktuell sehe ich nicht, dass er bei uns bleibt, weil er einfach zu viel Geld verdient. Er müsste extreme Abstriche machen. Trotzdem wäre natürlich sehr, sehr wichtig für uns. Es ist der erste Torwart seit Jahren, der uns richtig Stabilität im Tor gibt, in der Defensive. Mit auch für mich ein Grund, warum die Defensive aktuell so stabil ist und den nächsten Entwicklungsschritt gemacht hat. Aber am Ende wird es wahrscheinlich eher an Alexander Nübel liegen, als beim VfB, dass er bei uns bleibt, bzw. zu uns festkommt. Und für mich schon fast der wichtigste Punkt, und das ist für mich aktuell der letzte Punkt, die Vertragsverlängerung mit Sebastian Hoeneß. Ey, Sebastian Hoeneß, ein kompletter Segen für den VfB. Sebastian Hoeneß fühlt sich auch sehr wohl in Stuttgart, hat er ja mehrmals gesagt. Und mit ihm müssen wir auf jeden Fall verlängern. Stand jetzt. Ich selber gehe aber davon aus, dass es erst Ende des Jahres passieren wird, also Ende 2024. Er hat noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Aber es wäre so brutal wichtig, Kontinuität auf der Trainerposition zu behalten. Und mit Sebastian Hoeneß haben wir einfach einen Mega-Trainer. Er hat so viele Spieler weiterentwickelt, sei es Enzo Mio, sei es Chris Führig. Und Sebastian Hoeneß hat sich selber nochmal extrem weiterentwickelt. Wenn man die Zeit
zwischen Hoffenheim und Stuttgart sieht, einfach komplett geil. Hoffentlich bleibt er uns noch lange erhalten. Welche Punkte sind euch wichtig für den VfB 2024? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Abonniert den Kanal, teilt die Folge. Ich würde mich sehr freuen. Ihr wisst, es bedeutet mir die Welt. Nächste Woche Dienstag kommt keine Folge. Übernächste Woche Dienstag kommt wieder eine. Was ich euch wünsche, ein wunderschönes Jahr 2024. Rutscht gut rein. Habt ganz viel Spaß mit dem VfB. Ich wünsche euch nur das Beste, dass ihr erfolgreich seid in dem, was ihr macht. Dass ihr viel Freude im Jahr 2024 habt. Habe ich das gerade schon gesagt? Scheißegal. Bleibt gesund. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Gesundheit ist mit am wichtigsten. Und ansonsten, denkt dran, habt nicht nur einen, sondern mehrere Blickwinkel zum VfB. Bleibt gesund, bleibt fair zueinander. Bis übernächste Woche Dienstag. The Happy New Year.